Deswegen würde ich halt hier die blöden Geschütze hinstellen. Da soll Abe mir seine Häuser schmeißen und dann hoffen wir halt, dass da irgendwer landet. Den bringen wir um. Und Wie dann schnell willst du, okay, wie schnell willst du denn so ein riesiges Ding bauen? Wir sprechen aber schon von einer anderen Dämonenarche als die Plagenbringer, ne? Ja, weil der Plagenbringer natürlich. Wird kein Hit and Run möglich sein. Nein, ja, mein Plan ist, also meine Vermutung ist, das ist ja eine riesige Flotte. Die werden ja nicht schnurstracks hintereinander herfahren, sondern werden ein paar vorfahren, ein paar werden die Nachhut bilden. Mein Plan ist, mit all mir's riesigen Geschützen, die an von Schiffe, die vorne fahren, abzuschießen, in der Hoffnung, dass die uns dann angreifen, mit denen einen Kampf anzufangen und uns dann zu verpissen, bevor die Plagenbringer kommt und uns alle umbringt. Oh, Daru. Ja. Reversales Feuersturm. Erzeugung nur Wasser oder Elemente aus Wasser. Ah ja, stimmt. Also, stimmt, wir bräuchten reversales Humussturm. Ja, wir bräuchten Humus, immer sagen, ja. Dings. Warte, kannst du nicht den Dingsstrudel? Sumpfstrudel. Ich kann den Erzstrudel, also der hilft uns den nicht. Malmkreis. Der hilft uns nicht, ich bräuchte den Sumpfstrudel. Der Sumpfstrudel ist großartig. Den habe ich leider nicht. Ja, dachte ich mir. Hat schon einen Charakter von mir umgebracht, deswegen erlaube ich den nicht. Oh, den Malmkreis, ja? Den Malmkreis habe ich, ja. Den hast du ja bei der See, beim Seeschlangenfriedhof benutzt. Genau. Hilft nicht, hilft nicht, hilft nicht. Rückt Uneis gegen den Monarchen? Hat das mal jemand experimentiert? Im Prinzip ja. Ja. Also sowohl Eis als auch Uneis. Dieser lanfanische Magier hat er uns da befreit aus der Arche raus mit dem Free Ja, aber das war Free Foxes? Ja, aber das war elementare Salz. Das war Free Foxes, hat uns raus rausgeschickt aus der Arche. Ja, im Prinzip Belshirasch, das ist das ja die... Elementares Eis wirkt, wissen wir. Das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Die Domäne, die sind ja nicht immun gegen die Domäne von Belshirasch. Die sollten daraus zusätzlich beschworen werden, wurden sie nicht, weil die sieben gezeichneten... Warte, wie funktionieren Beschwörungen und Artefakten? Stellringe, Gym-Lampen. Kannst du nie ein paar Belshirasch-Dämonen ranholen? Okay, ich denke gerade, wir können die wilde Jagd beschwören. Oh, die ist doch ziemlich heftig. Ich wollte gerade sagen. Ziemlich heftig ist manchmal davon. Magnum Opus Belshirasch. Also, was du meinst? Hör mal, über das Magnum Opus haben wir gesprochen. Ihr wolltet nicht nach Gorana, um mir den Splitter zu holen. Kommt jetzt nicht nochmal an. Wir haben 4 Monate, das reicht. Aventurien ist klein. Ab dann will ich den elementaren Schlüssel des Wassers noch haben. Wir können jetzt nicht alles holen. Wir müssen jetzt erstmal zu Gorana. Wer weiß, wie scheiße das wird. Für so ein Magnum Opus hätte ich auch paktiert. Einfach mal den Sinn im Grund zufrieren und sagen, ja, Dämonenarche, mach mal. Aber ihr wolltet nicht. Das ist das Magnum Opus des ewigen Eises, oder? Ja. Okay, aber nur damit ich das mal klar habe, die ganzen Dämonen des Eises sind alles Landdämonen, richtig? Also wenn, müssen wir sie irgendwo an Land einsetzen? Ist das also so ein Kaminati, das ist das Schöne. Wenn du die Kaminati, die Wölfe beschwörst, wenn die über Wasser laufen, dann friert unter denen das Wasser zu. Also das die können auf Wasser laufen. Ich kann denen allen, Para 2 geben. Physikal, über Wasser laufen ist kein Problem für die. Das Problem ist, sobald sie auf dem Wasser sind, kommt halt der Amrichot und frisst sie. Okay, also aber sie sind an Land deutlich effektiver als. Aber fliegt die wilde Jagd nicht so lange, bis sie runtergeht? Die wilde Jagd besteht aus einem Umdurel, 2W6 plus 4 Uso Zorelia, 1W6 plus 5 Kamonatim, was vielleicht ein bisschen wenig ist, und W3 Rashnatam und noch W36 Talonen, was glaube ich die Wiesel sind. Naja, gut, okay. Also damit meinst du, reißen wir nix. Wir reißen da schon was mit, weil die sind ja alle halt du alle so. Du kannst ja modifizieren. Ja, ich weiß, aber welche Modifikation willst du haben? Da gibt es so ein paar OP-Kombinationen. Das Wichtige hier ist, die wilde Jagd zählt für Beschwörungsbeherrschungs- und vor allem Kostenzwecke als ein Dämon. Also, die Frage ist halt, ob es sich nicht lohnt, irgendwie zu versuchen, ein paar Schiffe nochmal vorher abzugreifen. Jetzt bringen wir wieder zurück zu der Karakil-Brandbomben-Idee. Ja. Da bräuchten wir halt einen Wahnsinnigen, der sich auf das Ding draufsetzt. Dass wir vorher noch eine Offensive führen, bevor die überhaupt an die Nähe der Schlachtwelt kommen oder auf dem Weg dorthin. Ich vermute halt, dass wir schneller sind in der Regel, wenn wir mit einer schlagkräftigen Truppe angreifen, 3-4 Schiffe versenken, uns wieder verpissen und halt gucken, ob wir es nochmal machen können. Das dürfte klappen. Und wenn mit der Avianda sind wir immer schneller. Aber, und hier ist der Haken, wir sind nicht schneller als die Goldmorgen-Tarantel. Oder die Boransdorn hat sich abgespalten von der Wachsreihe.
Ich bin dafür, wir werfen Raphim einfach auf irgendeins der Piratenschiffe ab und das machen wir mit einfach dem ein paar Mal. Ja, genau, das wäre jetzt auch mein Plan. Ich setze mich auf Arme, mir ist großes Geschütz und dann gucken wir mal, wie gut das läuft. Bitte gut festschneiden. Also, das halt die Frage ist, ich glaube, wenn wir das, sagen wir mal, wir fahren da rein, bringen 4-5 Piratenschiffe um, dann hast du schon recht, dann ist die Chance nicht so schlecht, dass sich eine Dämonenarche erstmal hinter uns setzt, kriegen wir die tot. Was uns wieder zurück zur wilden Jagd bringt. Also ich meine, wir haben das Effort-Artefakt. Wir ballern das Effort-Artefakt. Oh, wir haben das Effort-Horn. Danach machst du die wilde Jagd da rein. Ich nehme 50 Chorgeweihte. Wir bringen alles um, was sich bewegt, und ist eine Dämonenarche weniger. Das beißt sich, weil dann beißt du beißt dich mit der wilden Jagd. Richtig. Die wilde Jagd in die eine Ecke, die Chorgeweihten in die andere, und dann gucken wir, was in der Mitte ankommt, und dann bringen wir uns gegenseitig um. Ja, so diskutiert ihr über den Landkarten, die euch zur Verfügung sind. Und während Abel mir seine ersten Überlegungen zu dem Ogerlöffel getätigt hat, Bäume wurden zahlreiche gefällt. Natürlich sind sie nicht ganz getrocknet, aber zum Bauen wird das trotzdem reichen. Der Ogerlöffel muss ja nicht jahrelang halten. Vergeht die erste Woche. Und so schreiben wir schon den 8. Fex. Was habt ihr in der Zeit sonst getan, außer diskutiert? Abelmir hatte Holz beiseite gelegt. Bekomme ich mit, dass Boltax seine Hochzeit vorbereitet? Ich nehme doch. Das hätte die ganze letzte Zeit schon dran. Das ist ja sehr offensichtlich. Ja, ich würde mich erstmal informieren, was auch mal meine Aufgabe war, weil ich es natürlich eloquent vergessen habe. Boltax. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich natürlich, aber. Du da, komm her. Ich würde irgendeinen Schiffsjungen ranholen. Mir ganz egal, welchen. Die sind ja nicht mehr da. Dann irgendeinen Matrosen, wer auch immer das steht. Ja, was kann ich für euch tun? Ja, frag noch mal Boltax, was doch mal meine Aufgabe bei seiner Hochzeit war. Das hast du ja vergessen. Ja, richtig, habe ich vergessen, weil es mich nicht interessiert hat. Aber ich gehe mal kurz hin. Ich würde natürlich mitkommen, weil ich es ja auch nicht mehr weiß. Ist mir aber zu peinlich, selber zu fragen. Ja, es klopft an deiner Tür, Boltax. Ja, bitte. Entschuldigung, darf ich kurz reinkommen? Schochzuli? Ja, alles gut, alles gut. Komm rein. Meister Raphim ist jetzt mitgekommen. Ich soll euch fragen, weil ich es vergessen habe, was Raphims Aufgabe ist, weil ich habe das vergessen. Ah, für die Hochzeit, meint ihr? Genau, was Raphims Aufgabe ist, habe ich vergessen, genau. Ja, ich verstehe. Nun, eigentlich ist es ganz einfach. Also Raphims Aufgabe am Vorabend ist es mir natürlich, eine moralische Stütze zu sein. Am Vorabend der Hochzeit ist das Brautpaar ja voneinander getrennt. Und in diesem Kontext findet erst das letzte einsame Mahl statt. Das heißt, ein Essen, ein Festmahl, das ich alleine zu mir nehmen muss und im Kreise meiner lieben Freunde. Dann die Pflege des Bauches. Dann wird mein Bauch von allen meinen Freunden gestreichelt. Da wäre Raphim dann auch dabei. Dann fängt... Moment, ich muss gleich kotzen. Die Pflege des Bauches ist ein sehr althergebrachter Zwergenbrauch. Brauch und Bauch. dann geht es weiter mit dem Hochzeitsstein, den ich machen muss. Und da müssen Raphim und Abel mir dann die entsprechenden Materialien reichen. Genauso wie beim Schmieden des Eherostes. Naja, vielleicht kann Raphim schmieden, dann kann er mir ein bisschen helfen. Oder beim Ansetzen des Ehebräus. Wobei, da wäre ich dann eher für Serpentilius' Hilfe dankbar. Ja. Naja, dann findet das Binden des Stammbuches statt und dann werde ich meine Pfeiler berufen. Das ist ganz wichtig. Die Pfeiler sind bei der Hochzeit nämlich von außerordentlicher Wichtigkeit. Raphim ist einer meiner Pfeiler, der dritte Pfeiler des Bräutigams. Ja, wie konnte ich das alles vergessen? Ja, das ist ja noch nicht alles. Wir haben ja noch gar nicht über den Tag der Trauung an und für sich geredet. Also, dann geht es weiter am Vorabend mit der Pflege der Füße. Da habe ich dieses wunderbare Schlangenöl gekauft, weil man Geschuppte nur mit Füßen tritt. Meine werten Freunde müssen mir die Füße dann einbalsamieren, sodass ich für die Probe, die Feuerprobe, ein wichtiger Teil des Tages der Trauung, auch gewappnet bin, wenn ich über die heißen Kohlen gehe. Schlangenöl kenne ich, das ist wichtig. Jeder braucht Schlangenöl. Auf jeden Fall, das habe ich auch gehört. Und beim Tag der Trauung ist Raphim dann einfach bei mir und muss die entsprechende Rede halten, als dritter Pfeiler des Bräutigams. Die Pfeiler sagen immer etwas über die positiven Eigenschaften des jeweiligen Teils des Brautpaares. Jedes Brautpaar hat drei Pfeiler. Ich habe drei Pfeiler. Angroschminia wird drei Pfeiler haben.
Und er muss dann auch auf meine Geschenke aufpassen, denn ich muss ja insgesamt 4 Brautgeschenke an Angosminia überreichen. Ja, das ist es im Grunde schon. Eine ganz kleine Aufgabe also. Ja, alles klar. Ja. Darf ich jetzt wieder gehen? Rafim, hast du noch Fragen? Naja, ist ja nie. Er hat ja alles mitgeschrieben. Ja, richtig. Genau. Das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Also, Rafim, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann komm einfach zu mir. Oder schick mir einen weiteren von diesen Männern vorbei. Es ist mir im Grunde egal. Der Matrose drückt jetzt Rafim so ein bisschen nach draußen, um die Tür zu machen. Ja. Ich werde mich jetzt vorbereiten gehen. Ja, wenn die Tür zugemacht ist, guckt er dich verlegen an. Müssen wir entweder Schreiben beibringen oder ihr schreibt das selbst für mich auf, damit mir der Kopf nicht abgerissen wird. Ich glaube, wenn ihr es selbst aufschreibt, geht schneller und Schreiben lerne ich jetzt sowieso nicht mehr. Ja, und so kann Boltax noch den restlichen Tag am Matrosen Schreiben beibringen. Ronga, ja. Hast du irgendwas vor? Ja, nicht besonders. Ronga hat den Eindruck, als wäre er nicht ganz auf dem... Hätte er nicht ganz auf dem Schirm, was in die letzten Tage und Wochen vor sich gegangen wäre. Und hat deswegen auch wirklich eine Planung. Aber hat Boltax die Einladung schon raus? Nein. Wurde Ronga eingeladen? Ja, Ronga ist auf jeden Fall eingeladen, aber die Einladungen sind noch nicht raus. Also es ist de facto jeder vom Schiff eingeladen. Außer Ronga. Nein! Hallo? Ich bin doch kein Arschloch. Ja, das finden wir dann heraus, wenn die Einladungen kommen. Mhm. Die Ronga sowieso nicht lesen kann. Vor allem ist sie auf Angram geschrieben. Sehr schön. Oh, ja. Bin ich ja nicht der Einzige. Tatsächlich keine wirkliche Planung. Bisschen mit den Leuten auf dem Schiff vielleicht unterhalten, auf den neuesten Stand bringen. Ja, wir haben jetzt ein Bündnis mit den Hai-Reitern, hatten wir schon, aber da unten sind ja noch mehr und die haben einen riesigen großen weißen Hai. Und wir hatten überlegt, ob wir da jetzt runtergehen mit so einer Kommandomission, ob wir dann den riesigen Tierkönig-Hai abschlachten. Aber dann haben wir gesagt, nee, das bringt ja den ganzen Unfrieden und dann haben wir noch eine Stadt unter uns, die uns auch nicht mag. Aber dann hätten wir all den anderen die Haie gestohlen, weißt du, weil dann wären alle Haie auf Aventurien gestorben. Und die Helden haben dann gesagt, wir wollten das nicht und dann hatten wir uns auch nicht mehr getraut, aber ansonsten wären wir in so einer Kommandomission runtergetaucht. Verstehst du? Ja, das wär doch mal eine Tat gewesen, alle Haie auf einen Schlag auszulöschen. Tja. Was haben die denn schon getan? Richtig. Was haben die schon Gutes getan? Richtig. Aber wir machen das wohl dann nach dem namenlosen Tag. Da tauchen wir wieder runter und da machen wir dann richtig Action da unten. Schlitz. Also, uns wurde ein grauenvoller Tod prophezeit und ich glaube, das wird in den namenlosen Tagen passieren. Ich werde qualvoll ertrinken, aber ich glaube, das trifft auf uns alle auf diesem Schiff. Hast du dir ein Inra-Blatt legen lassen oder wie hast du das gemacht? Ja, nee, das haben wir. Ja. Man überlegt einmal, das hat mir jemand in Selem erzählt. In Selem? Den Leuten kannst du sowieso nicht vertrauen. Wir haben hier, es gibt hier einen Boron-Tempel, die Hochwürden Raravia. Und das ist eine Hellseherin. Also wenn du willst, die hat eine Kristallkugel, die kann dir sicherlich dein Ende prophezeien. Nein, ich habe genug von Prophezeiungen. Bisher sind die, haben sie sich nie gut angehört. Aber jetzt, da ich das so laut ausspreche, was man in Selem herausfindet, da kann man ja nicht wirklich was drauf geben. Ja. Die einen Erferdi, die wir mitgebracht haben, hat das auch nicht gut getan. Ach, so will ich nicht enden. Ja, wir hatten zumindest unten hatten wir ein paar Inra-Blätter gelegt, aber da hat sich auch keiner richtig drauf verstanden und irgendwie sind dann noch zwei von diesen Sammelkarten noch in dieses Inra-Blatt reingekommen und dann hat irgendwie jemand einen goldenen Boltax gezogen und dann hatten die sowieso keinen Bock mehr, weil dann war die Stimme irgendwie weg und dann... Naja. Ach wirklich? Wer war das denn?
Einer von den Jungs. Ich glaube, Alrik war das. Alrik? Ja, vielleicht gebe ich mal Boltax Bescheid. Der versteht sich auf sowas. Vielleicht ist das ein Zeichen. Na, ich hoffe nicht. Naja, aber du machst das schon. Ja, gut. Ja. Ja, Serpentilio, du wolltest in einer Woche jeden Tag ASP in irgendwelche Artefakte donnern? Oh, nein. Ich wollte in 3 bis 4 Monaten jeden Tag ASP in irgendwelche Artefakte donnern. Und dann hast du die erste Woche. Was möchtest du da gerne beschwören, herbeirufen, vorbereiten? Okay, ich lese dir einfach mal die gesamte vorläufige Liste vor, damit wir das nicht Woche für Woche abhandeln müssen. Sonst werden wir beide wahnsinnig. Okay. Ich habe auch jetzt noch keinen Bock, das zu rechnen. Okay. Und zwar, ich brauche 4 Karungas, 2 Karakile, einen Schruf, 2 Artefakte mit einem Armatrutz drin, 1 mit einem Balsam, 2 mit einem Axel. Davon ist 1 von Zudermin bereits gehalten, aufladbare. Ihr braucht natürlich Zaubertränke, Heiltränke, Antidote, Willenstränke, Geschicklichkeitstränke, wir brauchen mehr Ifernstrunk und Purpurwasser. Hatten wir was Drittes mit da unten? Nee, nur die beiden, richtig? Ja, nur jetzt müssen die beiden Kälte und Druck und Wasser. Right. Ich glaube, wir haben auch keinen zuverlässigen Waffenbalsam und Unverwundbarkeitselixier mehr. Davon müssen auch die Vorräte aufgefüllt werden. Und das wäre die vorläufige Liste gewesen. Plus, was auch immer wir für irgendwelche Hit-and-Run-Aktionen auf die Flotte brauchen. Das ist hier noch nicht mit eingerechnet. Das, was jetzt zusätzlich noch kommt, alles klar. Gut, dann Abelmir. Dazu gehört noch der Gürtongi, den ich natürlich schon habe. Mhm. Abelmir. Du hast natürlich auch eine kleine Liste oder einen kleinen Blick auf dann das Holz, was dir jetzt geschlagen wird für deinen gewaltigen Ogerlöffel. Da trittst du dann eher als Architekt in den Vorstand, weniger als Magier. Aber selbstverständlich hast du auch ein bisschen Zeit, um deine Astralpunkte irgendwie auszugeben. Ich würde wahrscheinlich einige Amulette vorbereiten, indem ich mir von Satinas Zeichen ausbauen würde. Und zwar könnte man dadurch längerfristige Frigisfero in bestimmte Sachen reinbasteln, die mal wegen 1, 2, 3, 4 Monate halten irgendwie. Frigisfero-Bomben mit einem Applikatus und mit Satinas Zeichen zu sehen. Ich kann dir aber nicht... Warte. Ja, aber ich kann dir dafür nicht Satinas Zeichen zur Verfügung stellen. Ich muss dir den ganzen Applikatus zur Verfügung stellen. Dann mach das. So, schreib auf, wie viele, damit ich das in die ASP-Kalkulation reintun kann. Schreib mir im Forum, wie viele. Ja, wir müssen nur gucken, vor allem, wie lange das Applikat halten muss. Das halt dann bis zur nächsten Sonnenwende. Ach, das würde reichen. Sonnenwende ist dann namenlose Tage, ne? Genau. Nee. Im Sommer ist ja im Winter? Ich weiß ja, keine Ahnung. Nein, wir haben jetzt du hast eine im Frühjahr und eine im Herbst. Also 21. per Reine. Ist jetzt oder ist die nächste Sonnenwende? Nee, wir haben jetzt 8er Fex, aber... Also die müsste ich schon vorbei sein, denn sozusagen... Für die ASP-Kalkulation kannst du zur Not auch noch auf meine ASP zugreifen, wenn du magischer Raub oder so machst. Ich brauche nicht so wahnsinnig viel. Ich muss nur meinen Stab bestücken und 1, 2 Djinne rufen. Also ich glaube, der Applikatus ist gar nicht mal so teuer. Der Applikatus Hauswächter kostet 3W6 plus 6. Okay. Oder so ähnlich. Ebenfalls 3W6. Ja, so. Gut, 10 ASP irgendwie, oder 15. Ja, der Erwartungswert von 3, 4, 6 und 10. Ja, ich meine 11, aber wer zählt schon? 10,5. Ja, man kann dir Zeit lassen und Kosten sparen, wenn es das Wort gibt. Ich glaube nicht, dass du mit Applikatus Kosten sparen kannst. Na gut, dann halt. Schauen wir mal. Okay. Oh, das sind 4W6, weil also ich nicht rechnen kann. Alles mit Frigisferobomben. Ja, also müssen so 3, 4, 5, 6 vorbereiten, vielleicht mal. Ja. Halte ich für vernünftig. Das sind, also da musst du halt aufpassen, dass du dich damit nicht selber tötest, aber das ist eine starke Verwendung in der Arche. Also das sind halt wirklich Bomben, ne? Und wenn du die in einem engen Schiffsgang zündest, musst du wirklich aufpassen, dass du dich nicht selbst mit Eissplittern tötest. Idealerweise kriegen wir da eine Verbindung zum Beschwörer hin, sodass er erst werfen und dann auslösen kann. Man muss aber keine permanenten ASP benutzen beim Applikatus. Das ist ein Vorteil. Ich wollte es nur gesagt haben. Wait, dafür, je nach Zeitraum können wir dafür aber auch temporäre Akanori benutzen. Ja, da kommen wir den ASP nicht hin, weil Sphären teuer sind. Okay, schauen wir ins Forum. Wie viele genau. Und welchen Auslöser? Genau, und auch die Haltbarkeit. Aber dann habe ich zumindest schon mal. Haltbarkeit ist egal. Also, Haltbarkeit ist Sonnenwende. Ja, dann habe ich zumindest aber schon mal eine Idee, was Abel mir in der ersten Woche so vorhat und treibt, die dann vergeht.
Ja, eure Vorbereitungen sind selbstverständlich noch nicht abgeschlossen. Es gab immer mal wieder Ideen, habt euch immer wieder unterbrochen. Dann, ja, ob ihr das ja nun wirklich macht. Zumindest Abelmir hat jetzt das erste Holz, das erste Baumaterial zur Verfügung. Könnt ihr jetzt überlegen, ob er es hier zusammenbaut oder ins Port Zorn bricht. Oder aber, ob ihr nach Asseln fahrt oder irgendwo mitten in den Sumpf hinein. Aber ja, die Handwerker wären nach und nach dabei und man könnte den ersten Teil des Oberlöffels, du darfst ihm gerne einen anderen Namen geben, könnte man selbstverständlich ja jetzt transportieren. Ja, und während ihr dann wieder über der großen Karte sitzt, nicht auf der Avianda, sondern in einem der großen Kontore, die euch von Miamat gegeben worden ist, beziehungsweise von Corragon Kukeles, dem Großadmiral, der ja hier auch eine großartige Verwaltung anlegt. Es sind selbstverständlich noch weitere. Ja, es sind noch weitere Schiffe angekommen. Voltax. Um unser aller Seelenfrieden werde ich natürlich mich in Behandlung begeben und diese Selbstgespräche abbauen. Und die Schlafstörungen abbauen. Also das, was ich aus mir mitgebracht habe. Alles klar, super. Das ist ein guter Plan. Ja, wie gesagt, die erste Woche vergeht. Ihr seid auch noch nicht ganz fertig mit euren Überlegungen, aber ihr seid nicht untätig geblieben und so könnt ihr euch ein weiteres Mal über der großen Karte versammeln. Und seht dann auch, dass tatsächlich die große Zulamin, eure Kapitana, tatsächlich mal wieder Zeit hat und von hinten an den Kartentisch herantritt. Nun, wie gehen eure Vorbereitungen voran? Naja, schleppend. Weil ich so viel zu schleppen habe. Nun, wie zu erwarten ist Kapitän ja wenig mit vielerlei Dingen beschäftigt und unglücklicherweise nicht in der Lage, aber mehr über seinen, sagen wir, ambitionierten Konstrukten zur Hand zu gehen. Das wird schon. Zweifelsohne. Nun, wir haben ja auch noch einige Zeit. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, es ist gar nicht mehr so viel Zeit. Es sind nur noch 3 Monate. Ja, ich würde zumindest vorschlagen, dass wir kleinere, aggressivere Manöver durchführen. Ah, da seid ihr, weißt du, Waffen ja das wohl. Ich habe nochmal Nachrichten bekommen. Mittlerweile sind auch die, schon erwähnten Maraskaner da. Die Tiger von Maraskan. Und nun ja auch die Feuermal unter der Seetetrarchin. Sie bringen schlechte Nachrichten mit. Dann sollten wir uns mit ihnen treffen. Schlechte Nachrichten überbringt man am besten persönlich. Sie haben sie mir bereits überbracht. Ich wollte euch da jetzt nicht stören. Beziehungsweise sie unterhalten sich jetzt selbst mit einigen anderen, vor allem mit Sanin. Sie müssen wohl ihren großen Groll, den sie gegeneinander hegen, noch einmal wieder ablegen. Sind wohl irgendwie alte Bekannte oder so etwas. Was? Schlechte Nachrichten sind oft als keine Nachrichten. Raus damit. Es gibt Nachrichten sowohl aus Sinoda als auch von Talusa. Beide Städte wurden großteilig überschwemmt und erneut von Piraten angegriffen, nachdem die Flut gesunken ist. Dann können wir uns vermutlich in etwa vorstellen, wo sich die Flotte befindet oder wann sie dort durchgekommen sind. Korrekt. Und sie waren am Friedhof der Seeschlangen, dann hat es zuerst Sinoda getroffen und dann vermutlich Talusa, als sie die andere Küste erreicht haben. Korrekt. Zu beiden Städten ist jetzt mittlerweile auch der Kontakt abgebrochen. Wir wissen nicht genau, wie viele dort überlebt haben oder wie schlimm die Schäden tatsächlich sind, aber das sind die letzten Berichte, die die Seetetrarchin von dort aus mitgebracht hat, als sie dann mit ihrer eigenen kleinen Flottille hier angelandet ist. Sie sind selbstverständlich sehr viel schneller als eine große Piratenflotte beziehungsweise die Plagenbringer. Aber sie sind auf dem Weg. Und sie bringen die Vernichtung. Können wir diesen Städten vielleicht irgendwie helfen? Ich meine, wir haben hier so viele Schiffe und wie ich verstanden habe, werden wir einen Großteil davon vor der großen Seeschlacht nicht einsetzen. Warum sie nicht für Entsatzmissionen nutzen? Was genau stellt ihr euch vor? Dass sie jetzt entlang der Küste fahren, dann der riesigen schwimmenden Heptarchie ausweichen, einen großen Bogen schlagen bis nach Talusa und dann wieder den Weg zurücknehmen? Vor allem, wie wollen wir ihnen helfen? Baumaterial, was wir hier schlagen, brauchen wir selbst und Nahrungsmittel sind ebenso knapp.
Aber wenn Sie schon den ganzen Weg nach Norden machen, können Sie doch auch nach Aranien fahren. Dort scheinen wir doch gut, oder scheinen die ja doch gute Kontakte zu haben. Ich frage euch noch einmal, wie lange ihr euch vorstellt, dass das dauern sollte. Also ich denke tatsächlich, dass der Seeweg nun mittlerweile nicht mehr benutzbar ist. Wenn Sie noch irgendwelche Nahrungsmittel transportieren wollen, dann sollen Sie das über Land tun. Wir müssen die ganze Sache wohl als akzeptable Verluste betrachten. Außerdem sollten wir den Sturm von Maraskan nicht vergessen.